Okay, ich glaube, fangen wir an. Also hallo nochmals an alle. Ich heiße Egos Fididenko, ich arbeite für Target Process. Ich werde heute über Visualisierung reden. Ist der Mikrofon nicht so laut? Passt? Okay. Das ist vielleicht gutes Timing für diesen Vortrag. Es gibt viele Bilder, ne? Deswegen, ich bin selber entspannt und ihr könnt euch auch entspannen und annehmen. Ich hoffe, da werde ich ein paar Punkte schmeckhaft machen. Aus unserer Erfahrung, also ich werde über Visualisierung reden, so wie wir als Target Process, also Toolwende halt von Projektmanagement Software, das bei unseren Kunden gesehen haben. Und weil wir, wie verrückt, an das Thema interessiert sind, seit einigen Jahren ein bisschen Theorie, was überhaupt außerhalb agil passiert und mit Beispielen, was man in agil rannehmen könnte. Aber wir kommen noch dazu. Kurz über mich. Wie gesagt, ich bin von Target Process. Wir sind seit 2004 ein agiles Unternehmen selbst. Damals mit 4 von uns angefangen. Jetzt sind wir fast 70 Mann und wachsen weiter zu 100. Wir machen ein agiles Projektmanagement-Tool, aber das hat viel mit unserer Kultur, Unternehmenskultur zu tun. Wir sind Learning Geeks und Nerds. Wir lernen sehr gerne und irgendwann sind wir auf die Infos von Infografiken und Datenvisualisierungen gekommen und das hat uns so fasziniert und motiviert, dass wir alle Best Practices sofort selber gelernt und in unser Werkzeug mitgenommen haben. Und das Produkt versuchen wir auch, das hauptvisuellste Projektmanagement-Tool auf dem Markt zu machen. Heute werde ich durch diese Agenda laufen. Wir werden weit von agil und weit weg von heute anfangen mit diesem Kreuz da. Werden davon reden, was sind die Werte von der Visualisierung überhaupt? Und Visualisierung ist eigentlich ein sehr großes Thema, deswegen ich bleibe bei 4 Muster der Visualisierung. Das sind die Timelines, Maps, viele Variablen und Netzwerke. Und wir gehen dann tiefer in die Timelines, weil ich selber überzeugt bin, für die agile Teams und Unternehmen, das ist vielleicht das Wichtigste, vielleicht zusammen mit den, Rewind, das habe ich nicht gesagt, aber ein sehr interessantes Visualisierungsmodell auf jeden Fall und man muss mehr Aufmerksamkeit diesem Muster schenken. Deswegen will ich ein bisschen mit mehr Beispielen bei den Timelines bleiben. Ein Disclaimer davor, was bedeutet gute Visualisierung? Visualisierung kann unterschiedlich interpretiert werden. Das sind nicht schöne Berichte, okay? Das sind nicht irgendwelche Diagramme. Wir glauben, dass gute Visualisierung bedeutet, man muss die Daten aus dem System, aus dem Kontext, aus mehreren Kontexten rausholen können. Man muss sie unterschiedlich darstellen und interpretieren können und man muss sie auch manipulieren können, also damit arbeiten können. Das heißt, ich nehme euch jetzt halt ein bisschen Richtung interaktive Visualisierung, weil ich glaube, das ist die Visualisierung, die wirklich Sinn macht. In dem Sinne ist eine gute Visualisierung die, wo man Grafiken und vielleicht Computerressourcen und Interaktionen dazu nutzen kann, um die schwierigen Probleme schneller zu lösen. Wenn das nicht passiert, dann ist die Visualisierung nicht gut genug. Und da werden wir mehrere Beispiele dazu sehen und das vielleicht noch in den QA ein bisschen besprechen können. Hier sind wir vor 2 Jahrhunderten. Das ist London, 1864, wenn ich mich nicht irre. Der bekannte Visualisierung von den Jon Snow, wo damals ein Pest von Cholera in 40 Tagen über 600 Mann getötet hatte, in diesem Bezirk von London, bis der Herr Snow das gemacht hat, was wir jetzt alle sehen. Der hat halt die Todesfälle mit diesen schwarzen Rechtecken sehr schön visualisiert und auf einmal könnte man über die Clustern reden,
und über den Umfang von der Epidemie. Und das hat ihm natürlich geholfen, sofort verdächtig über diesen Broad Street zu werden und über die Pumpe, die da in der Mitte stand. Wer weiß Bescheid, wie sich die Cholera verbreitet überhaupt? Annahmen? Ja? Genau. Genau. Also damals wussten die Leute das noch nicht. Es wurde geglaubt, dass es durch die Luft verbreitet wird. Deswegen konnte man den Jon Snow auch nicht glauben, bis er das zeigen könnte und mit Hilfe von dieser Visualisierung auch beweisen könnte, dass es vielleicht doch an dieser Pumpe liegen könnte. Diese zwei Ecken, die Brauerei und da dieses Arbeitshaus, also bei Brauerei ist niemand gestorben von 700 Mitarbeitern. Als er da mit dem Management gesprochen hatte, hat sich herausgestellt, sie wurden erstmal erlaubt, Bier zu trinken und dann sie hatten eine eigene Pumpe in der Brauerei. Deswegen da war total klar, dass etwas mit diesem Broad Street zu tun hat und als der Griff der Pumpe entfernt worden ist, ist die Epidemie zu Ende gegangen. Viele Menschenleben wurden gerettet und das war der Anfang von der Wissenschaft von Epidemiologie, die wir heute kennen. Das bringt uns zu den Werten von Visualisierung. Visualisierung brauchen wir natürlich, wenn wir sehr, sehr viele Informationen haben, die man einfach nicht so verdauen könnte. Und wir benutzen halt dann unsere Augen wie so ein schneller Autobahn zu unserem Gehirn, wo wir keine Rocket Scientists auch sein müssen, um diese Haufen von Informationen zu verstehen und mit Hilfe von Visualisierung auch Sachen entdecken können und mehr Detail studieren können und letztendlich auch unseren Kollegen, unserem Management, unseren Kunden viel besser und schneller kommunizieren können. Alle Visualisierungen, die man so im Leben trifft, könnte man eigentlich unter diese vier Muster unterteilen. Und da reden wir über Netzwerke, viele Variablen, Karten und Timelines. Also es gibt natürlich keine hundertprozentigen Treffer, aber alles könnte man so unterordnen. Und wir reden jetzt über diese vier Muster. Der erste Muster ist Netzwerke, das ist vielleicht sehr bekannt für euch alle. Das ist sehr wertvoll, wenn man die Beziehungen, die Relations zwischen vielen Sachen interpretieren lässt. Also hier ist ein schönes Beispiel von IA, Information Architects, eine Firma in der Schweiz, die auf Basis von Tokyo Metro Map die 200 plus wichtigsten Webseiten der Welt visualisiert haben. Und die haben halt diese Firmen auf diese unterschiedlichen Linien, also als auf U-Bahn-Strecken gesetzt. Unterschiedliche Linien sind von unterschiedlichen Farben, je nach Technologie oder Branche und so weiter. Die Größe der Stops, je nach der Größe des Unternehmens und so weiter. Also das ist schon die vierte Auflage dieses Netzwerkes. Es gibt sehr viel Humor hinter dieser Visualisierung, aber man muss natürlich diese Insider-Jokes verstehen können. Man muss Tokio kennen, weil zum Beispiel der Google, der war früher in einem sehr schönen Ort und ist in der letzten Auflage dieser Karte in einen anderen Bezirk umgewandelt, wo es halt mehr Mafia gibt. Ist trotzdem ein sehr cooles Ort, um auszuhängen, aber ein viel schmutzigeres Ort und viel Yakuza-kontrollierter. Und dann zum Beispiel Yahoo befindet sich schon seit Jahren in diesen Auflagen in einem Ort, wo es sehr schön ist, aber gar nichts passiert. Nichts Interessantes. Ne? Laurent Bossavit, ein französischer agiler Coach, hat so einen ähnlichen Versuch gemacht mit agilen Methoden. Man sieht hier die Metrolinien von Scrum, DevOps, Product Management, XP und so weiter. Also die Visualisierung kann man auf der Agile Alliance Webseite finden, um ein bisschen den Einsteigern zu helfen, vielleicht die Sachen zu verstehen, weil wenn man nicht Jeff Sutherland ist oder einer, der ganz früh dabei war und alles weiß, wo alle Roots sind von allen Bewegungen, dann ist es vielleicht nicht so einfach, das zu verstehen. Und mit Hilfe von so einem Netzwerk könnte man den Einsteiger die Agilität ein bisschen schneller erklären. In unserer täglichen Arbeit
hilft es uns mit großen Projektarbeiten. Also wer von euch, ich wundere mich, arbeitet mit Portfolio von Projekten? Jemand hat schon Erfahrung mit Save zum Beispiel oder so ähnlichen Geschichten? Okay. Die drei von euch, die mit Projekten arbeitet auf Portfolio-Ebene, die weiß vielleicht Bescheid, dass es ziemlich schwierig ist, immer von Tag 1, wo hier sehen wir eigentlich so ein typischer Value Stream aus Beispiel von einer großen Firma in Europa genommen, die so ein Portfolio Kanban implementiert hatten, mit Scrum in der Mitte. Also die erste Phase da ist die, die Meetings von Stakeholders, wo überhaupt die Epics, die Business Epics oder die Projekte definiert werden, welche Werte sie haben und so weiter, welche Risiken. Dann kommt es zu dieser blauen Phase, wo man schon mehr mit den technischen Teams zusammensetzt, um zu besprechen, was könnte dieses Business Epic uns bedeuten, vielleicht in Functional Epics zu teilen und dann daraus eventuell ein Backlog von User Stories zu machen. Dann geht es zum Scrum. Dann werden über Dutzende von Teams daran gearbeitet, um dieses große Produkt rauszuspucken. Dann geht es zu alle möglichen Performance, Acceptance, Testing und so weiter, bis das Produkt den Weg zu dem Markt oder zu dem Kunden gemacht hat. Natürlich auf diesem langen Weg, das mehrere Monate dauern könnte, wenn ein Tester irgendwo hier im Scrum-Team auf einen Testcase arbeitet, das ist ihm sehr schwierig zu verstehen, was für Wert dieses Testcase hat. Wo ist der Ursprung von meinem Testcase? Welchem Feature, welchem Epic, welchem Projekt, welchem Wert vom Projekt ist er verbunden? Und Netzwerke helfen uns im agilen Umfeld, solche Relations zu visualisieren. Bei uns im Target Process arbeiten wir viel mit solchen Relation Networks, wo man halt über mehrere Teams oder über mehrere Projekte, je nachdem, was für Beziehungen User Stories oder Bugs oder Epics miteinander haben, die in eine gemeine Stelle visualisieren kann. Also hier sieht man zum Beispiel die User Stories, die noch in Progress sind. Die sind mit Color Coding blau und die gelben sind die Custom Requests und man sieht, dass dieses User Story halt zu diesem Custom Request von User Voice bezogen ist. Die grau sind, die sind schon done und zum Beispiel dieser rote Pfeil bedeutet ein Blocker, das heißt, dieses User Story kann gar nicht erledigt werden, bevor wir mit diesem Customer Request tiefer arbeiten und so weiter. Also das ist ein sehr primitiver Beispiel mit nur so ein Dutzend Kärtchen auf dem Board. Es hilft natürlich, über hunderte Sachen jetzt auf einmal in so einem Release-Train visualisieren zu können, um die Verbindungen und Abhängigkeiten sicherzustellen. Das ist ein Beispiel von McLaren. Das ist ein Entwicklungsmanager von dem Team in McLaren in London, die ihre Releases immer so vorbereiten mit Hilfe von solchen großen Mindmaps, das sind Netzwerke, wo sie halt immer mit Stakeholders besprechen und Entscheidungen treffen können, welche User Stories und welche Features nehmen wir in nächstes Release, damit es immer transparent ist unter den anderen Teams, Teammitglieder und allen Stakeholders. Und das macht so ein Release-Planning-Meeting viel schneller, wenn man sich vor so einem 3 Meter Netzwerk steht und dann, also in dem Fall glaube ich, dass es sogar schneller, als man mit einem Tool arbeitet, weil da kommt man schnell zu diesem Blatt Papier und markiert, dass man halt erledigt haben möchte. Und das ist ein sehr unternehmenskritisches Software, das halt als die McLaren Autos im Rennen sind, das analysiert Hunderttausende von Datasets, um zu verstehen, ob es dem Auto gut geht oder nicht und so weiter. Genau, viel hängt davon zusammen. Die Karten werden leider nicht so viel im agilen Umfeld benutzt. Das ist ein sehr schönes Beispiel von französischer Kartografe Minard, der die Kampagne von Napoleon an Russland 1812 visualisiert hat. Was schön ist an diesem Beispiel ist, und alle Designer an der Uni, die studieren auch dieses Beispiel, ist, dass es eine Geschichte uns erzählt. Das heißt, wir sehen hier, wie die 400.000 Mann an der polnischen Grenze nach Russland kommen
und dann Schlacht nach Schlacht Menschen verlieren, bis sie mit einer Zahl von nur 100.000 Mann nach Moskau kommen. Wenn Sie die Geschichte kennen, dann wurde Moskau ganz leer von der russischen Armee und der Bevölkerung gelassen und die Franzosen hatten nichts zu essen und keine Unterkunft. Und es war schon fast Winter, deswegen sie wurden verpflichtet, zurückzukehren und wieder nach Frankreich zu marschieren. Und man sieht, dass es weniger und weniger von denen gibt. Und diese Überquerung, diese Brückenüberquerung in Weißrussland, da, wo man auf einmal sieht, dass es von 50.000 Mann nur 28.000 Mann bleiben. Das hat damit auch zu tun, dass die Leute komplett erschöpft und verrückt worden sind und haben einander in den kalten Fluss gerutscht und mit Schwerden getötet und so weiter. Sie wollten so wie verrückt wieder nach Hause und sie wollten nicht mehr mit diesem Krieg was zu tun zu haben. So ein schönes Beispiel lässt uns diese Geschichte zu erleben, wirklich zu verstehen, viele Beispiele, viele kleine Details zu studieren und besser in der Erinnerung zu haben. Das ist ein Beispiel von heute. Wenn ihr das nicht kennt, die New York Times Interactive, also bei New York Times arbeiten über 20 sehr schöne Visualization Designer. Die machen ganz tolle Visualisierungen. Das ist eine interaktive Karte von USA, von den Einwanderungen von unterschiedlichen europäischen und anderen Ländern in die USA in den letzten Jahrhunderten. Und man sieht nach Bubbles Größe und nach der Farbe, aus welchen Ländern die Leute kommen. Also man sieht zum Beispiel in 2000 sind meistens aus Lateinamerika eingewandert und zwar in sehr, sehr großen Nummern. Das ist die deutsche Einwanderung Ende des 19. Jahrhunderts. Man sieht, dass da gab es nicht so viele Menschen, aber trotzdem. Und die Deutschen damals wollten immer irgendwie in New York und bei den Great Lakes einsiedeln. Das ist eine Karte, die wir bei Target Process nutzen, um die unterschiedlichen Kundenanforderungen zu visualisieren. Zum Beispiel, wir sehen, dass bestimmte Funktionalität wird immer von den Kunden aus USA und Kanada und Australien angefragt. Und das hilft unseren Produktmanager, besser die Entscheidungen zu treffen wegen Priorisierung und unserem Portfolio Roadmap. Viele Variablen, das ist ein drittes Modell, ein drittes Muster, das uns hilft, sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen auf einmal zu visualisieren und zu verstehen. Also wie wäre es halt mit 4 oder 5 oder 6 Sachen auf einmal? In diesem Beispiel sieht man das Risiko von kardiovaskulärer Krankheit, je nach Geschlecht, Alter, Raucher, Nichtraucher, Cholesterol im Blut, also Cholesterolspiegel und Blutdruck. Und das sind vielleicht über 10.000 Zahlen hinter dieser Visualisierung, aber man sieht sofort, dass wenn man Frau ist und unter 50 Jahre alt und nicht Raucher, dann hat man überhaupt kein Risiko von CVD. Und wenn man ein Mann ist und über 60 und Raucher und mit hohem Blutdruck, dann sind die Sachen viel schlechter. In unserem Umfeld, das ist ein Kanban-Board natürlich. Hier sehen wir die Kärtchen von Projekten, die fließen durch die Swimlanes pro Kunde. Also man sieht, was für Projekt bei Kunde, in welcher Phase befindet sich das Projekt und mit Magnete oder die Teams-Aufkleber kann man sehen, was für Team arbeitet jetzt auf welchem Projekt. Und die Aufkleber oder Farbmagnete können dazu dienen, zu sehen, ob das Projekt jetzt unter dem geplanten Budget ist oder über dem geplanten Budget und so weiter. Also man kann mehr und mehr Sachen auf so einem Board draufkleben und auf einmal mehrere Geschichten erzählen. Ich komme dazu noch ein bisschen später. Die Timelines ist eine sehr interessante Geschichte, weil die Zeit vergeht sehr subjektiv. Also ich war gestern fast eine Stunde bei Wiesbaden im Stau und danach bei Cybert Media auf dem Party. Eine Stunde im Stau und eine Stunde beim Party sind unterschiedliche eine Stunde, kann ich euch sagen, ja. Vielleicht euch geht es auch so. Also die Timelines helfen uns, diese Subjektivität zu objektivisieren. Das ist so ein Fun-Beispiel. Unterschiedliche Filme werden hier visualisiert. Die Timelines von Anfang bis Ende des Filmes, was für Charaktere miteinander wie interagiert haben. Jemand hat sich in jemanden verliebt in Lord of the Rings, jemand hat jemanden getötet und so weiter. Die letzten zwei Beispiele, die sind natürlich eher Witze.
Aber die ersten drei, ich habe Ringe, Star Wars und Jurassic Park, sind wirklich sehr schön gemacht. So haben wir in 2010 und 11 in Target Process Features geplant und getrackt. Das sind unsere Features. Der rote Aufkleber hat, wir haben die Arbeit angefangen. Der grüne, die Feature wurde released. Der gelbe bedeutet, das ist so ein geplanter Release-Date. Man sieht da, bei Plugins haben wir mehrmals geplant, so ein zu releasen, hat uns nicht gelungen, aber doch später dann. Und der blaue ist ein Beta-Release. 3 Jahre später sind wir zu sowas gekommen, das sind Timelines in unserem Software von Target Process. Man sieht hier die Kärtchen von Projekten, also das ist ein Projektportfolio. Links sehen Sie ein Backlog von Projekten, an denen noch nicht gearbeitet wird. Man kann sehr einfach per Drag and Drop die Projekte auf den Timeline ziehen, dann sagt man, wir fangen damit an. Oder man stellt einfach den Startdate und das Projekt wird hier visualisiert. Die grauen Projekte wurden abgeschlossen und man sieht natürlich auch, je nach aktueller Stand der Dinge, der Forecast, wann dieses Projekt vielleicht fertig sein könnte. Eine Ebene tiefer, das sind die Features. Die fließen auch durch die Zeit, Monat nach Monat. Links ist der Backlog und die Gruppierung ist pro Projekt. Also man sieht, wir arbeiten jetzt an 2 Projekten in derselben Zeit, iOS App und Target Process 3. Und das sind alle unsere Features. Man sieht sofort, was ist unsere WIP, also an wie viele Features wird auf einmal gearbeitet und welche Features haben wirklich sehr, sehr lange gedauert. Etwas, was man vielleicht an einem Burndown oder den CFD nicht so einfach mitkriegt. Hier kann man sehr schnell in die Details gehen und natürlich auch die Forecasts sehen. Das ist alles interaktiv. Man kann natürlich die Features, also man kann das als Roadmapping-Tool nutzen. Und zwar nicht nur so sehen, wie die Sachen sind, sondern einfach ein neues Feature auf diese Timeline setzen und mit Dragging in die Position nach den anderen Features in die Zukunft setzen, wo man glaubt, man würde an dieser Feature anfangen zu arbeiten. Also auf den großen, auf den High Level geht es noch. Auf niedrigeren Level würde das zu Micromanagement natürlich uns bringen, aber das müsst ihr natürlich nicht machen. Also man sieht hier sehr, sehr schnell die Forecasts von den Features und so ein kleiner Navigator da unten, wo man schnell durch die Timeline gehen könnte, um zu sehen, wie viel Work in Progress hatten wir vielleicht im letzten Jahr, in den letzten Monaten. Und da gehst du direkt zu den Stellen, die dich interessiert. Da sind noch ein paar Beispiele. Da sind die User Stories, die auch pro Iteration durch die Timeline fließen. Da sind die User Stories pro Feature. Man sieht, die sind erledigt schon und die 4 User Stories sind jetzt in Progress. Und da sind Bugs, Tasks und User Stories pro Projekt. An 3 Projekten wird gearbeitet. Und noch ein Level tiefer, User Stories und Bugs pro Person. Und dann noch so ein Taskboard. Die Tasks fließen pro User Story. Genau. Wenn man noch ein Level tiefer geht, das ist ein interessantes Beispiel. Das ist eine Geschichte von einem Kärtchen, egal was. Ein User Story oder ein Feature oder ein Bug, egal. In diesem Fall, das ist ein Feature, glaube ich. Genau. Das ist so ein Kanban-Board auf den Kopf gestellt. Das ist ein sehr schönes Timeline, die zeigt, wie ging es dieser Feature. Die wurde open am 28. März, dann 6 Tage lang war sie im Plant-Spalte, dann wurde sie 8 Tage in Dev und diese Leute haben daran gearbeitet, 7 Tage dann in Coded, auf die Tester gewartet. Dann der Tester hat nur einen Tag getestet, sofort so einen Haufen Bugs, da sieht man sie unten herausgefunden. Dieses Feature ist dann zurück zu Reopen gegangen und ist im Moment noch in Progress und da oben sieht man, der Cycle Time ist 21 Tage. Noch ein sehr schönes Beispiel von Timelines sind die Sparklines. Das hat Edward Tufte, der Guru von Visualisierung, erfunden. Das sind sehr, sehr komprimierte Densität von Informationen auf einmal. Man trifft das sehr oft in Börsentrends und so weiter. Also wir visualisieren mit Sparklines die Aktivität an mehreren Projekten, wie in diesem Beispiel. Man sieht, die 3 Teams arbeiten an diesen allen Projekten. Die Kärtchen sind Projekte. Und auf jedem Projektkärtchen sieht man die Aktivität von diesem Team. Zum Beispiel hier, da unten sind die
Bugs und User Stories, die added wurden, hinzugefügt, und da oben completed. Man will natürlich sehen, dass es weniger added ist und mehr completed. Ja? An diesem Sales-TP-Website sieht man, dass es sofort nicht gearbeitet wird von diesem Team. Das heißt, so ein kurzer Managerblick auf so einem Board mit diesen kleinen Sparklines bietet in ein paar Minuten schon die Antwort auf die Frage, wie geht es mit unterschiedlichen Projekten, welche Projekte werden aktiv daran gearbeitet, von welchen Teams und wo muss ich vielleicht rangehen und den Teams helfen. Genau, da gingen wir durch diese Patterns, Maps, Networks, Many Variables, das sind die Boards und Timelines. Alles das haben wir in unserem Produkt natürlich sehr massiv eingeführt. Und wie gesagt, eine gute Visualisierung sollte nicht statisch sein. Das ist kein Standard als Report-Geschichte, sondern das ist eine interaktive Geschichte. Aber Visualisierung ohne Flexibilität bedeutet auch nichts. Man muss alle möglichen Workflows unterstützen können, Terminologie, womöglich Custom Fields und so weiter. Bei uns benutzen wir eigene Boards, um zum Beispiel die Leute im Hiring-Prozess, das ist unser HR-Board, wo man halt als Kärtchen unterschiedliche Kandidaten hat. Die gehen durch unterschiedliche Stages, je nach erstes Interview, zweites Interview und so weiter. Und man kann natürlich rangehen und dann den Lebenslauf von Kandidat im Kärtchen reinhängen und mehrere Leute werden daran arbeiten. Flexibilität für Visualisierung bedeutet, man muss alles Mögliche darstellen können, gruppieren, wie man das will, filtern, wie man das will, customisieren, was man auf den Kärtchen sehen kann. Und dann auf unterschiedliche Art und Weise das zu visualisieren. Als Kanban-Board, bei Features, bei Projects, Portfolio-Board oder sowas, ist je nachdem, was man jetzt sehen will. In Target-Process erlauben wir das als Kärtchen zu sehen, sofort als ein Preview, sofort als eine Liste und sofort als ein Timeline, alles auf demselben Screen. Also ich hoffe, ich habe das Thema für euch ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich ging ziemlich schnell durch die Beispiele. Die Folien werden natürlich auf der Webseite sein. Wenn euch das interessiert, das sind vielleicht die zwei Bücher, die ich empfehlen würde, als erstes zu lesen. Die sind nicht kompliziert und die sind wirklich die zwei Gurus, der Jacques Bertin, der Franzose, und der Edward Tufte, ich glaube, der ist aus England. Wenn ihr nur ein Buch auswählen wollt, dann sollte Edward Tufte sein. Der ist wirklich der Guru von Visualisierung, der sehr schöne Sachen entdeckt hat und erfunden hat, und viele von seinen Studenten sind jetzt die größten Designer und Visualisierungsexperte in Europa und auf der Welt. Und alles das, was wir mit diesem Thema zu tun haben, findet ihr in diesem Produkt auf unserer Webseite. Vielen Dank. Ich habe noch zwei Kollegen, Nathalie und Ole, die sind unsere Produktspezialisten, und ich glaube, Nathalie wollte jetzt nachmittags im Open Space einen Workshop zum Visualisierungsthema anbieten, wo man halt in Teams unterschiedliche Kanban-Boards oder Scrum-Boards baut und sieht, was man besser machen könnte oder nicht. Und ja, könnte einfach aufmerksam bleiben und vielleicht mitmachen. Vielen Dank. Thank you.